Ein Autogramm von einer Torwartlegende von Ronny Hellström. Lennart Grill steht artig an und wartet. Dabei ist auch er einer mit großer Perspektive. Einer aus Gerry Ehrmanns Schule. Hat der Lenny irgendwas von Gerry? Müsste andere beurteilen. Wow, das ist eine gemeine Frage. Die Kraft vielleicht? Die Größe? Die Kraft mal eher nicht. Nein, Größe auch nicht. 1,91 Meter gegen 1,84 Meter. Ganz Gerry kann niemand nachahmen oder sein, aber ansonsten ist Lenny Lenny und Gerry Gerry. Mit Lennart Grill beklatschen die Leute bei einer Talkrunde einen neuen Diamanten aus der Kult-Torwartschule. Ein 20-Jähriger, der schon große Sprünge macht. Talent, die Größe, den Wille, was zu erreichen. Und das ist, sind die Zutaten, wo man braucht, um ein Großer zu werden. Aber Lenny hat sicher den besseren Trikot-Geschmack. Da bin ich das überhaupt nicht. Lennart, würdest du das tragen heute? Freiwillig glaube ich eher nicht. Lennart Grill kann sich auf seinen Torwarttrainer verlassen. Fehler sind Teil des Weges. Da könnt ihr ruhig einen Fehler machen, stehe ich hinten dran. Ihr könnt ihr zwei Fehler machen, ist auch kein Problem. Wichtig ist, dass die nicht überheblich werden und keine Angst haben. Dabei kann man vor Gerry ganz schön Angst haben. Spaß ist das nicht. Theodor Bergmann. Für mich wäre es nichts. Ne? Ich bin aber auch kein Torwart. Das ist das Gute an der Sache. Er ist Torwart und hart genug. Wie muss man den richtig schleifen? Quälen mit Spaß, habe ich gelernt. Im Grunde ist es so. Nicht quälen mit Spaß, man muss hart arbeiten. Das Wichtigste ist die Bewegungsabläufe, Sprungkraft, Dynamik, Explosivität, Stellungsspiel. Also so vielfältig, können wir gleich noch ein Buch schreiben. Gerry macht den härter, macht den noch willensstärker und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Eins hat sich nicht geändert bis heute. Torhüter müssen bekloppt sein. Ich sag mal positiv bekloppt. Du verdienst am wenigsten und hast die größte Verantwortung. Also musst du schon leichte Schaden haben, bis du machen. Grill kennt sich besser mit Schadenbegrenzen aus und ist sich nicht zu schade, Tipps anzunehmen. Etwa die aus dem Buch von Legende, Ronny Hellström.